Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf euren Lieblings-YouTube-Kanal bei American Subs, dein Online-Shop für Sportnahrung, Bodybuilding und Gesundheit. Wir haben wieder ein paar fantastische Neuheiten für euch in unseren Shop aufgenommen, unter anderem von Dorian Yates, also von DY Nutrition, ein paar Produkte aus der Healthy Line, aus der Gesundheitslinie. Und heute stelle ich euch die Omega-3-Fischölkapseln vor. Wir schauen uns das Produkt einfach nochmal näher an. Kommt in einer klassischen kleinen schwarzen Dose. Der Aufdruck grenzt sich etwas ab von der Shadowline, also wie jetzt Blood and Guts Pre-Workout und die Shadowways etc., ja, BCAAs, die sehen einfach nochmal ein bisschen anders aus. Es sind Fischölkapseln, das heißt, hier stehen vor allem die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA im Vordergrund, ne? Denn die Alpha-Linolensäure, die bekommt ihr ja in der Regel gut über Leinöl, Leinsamen, Walnüsse, Walnussöl, Hanfsamen und so. Aber EPA und DHA stellen sich oft als problematisch heraus. Der Körper kann zwar kleine Mengen daraus, also aus der Alpha-Linolensäure daraus bilden, EPA und DHA, aber in der Regel essen die meisten von uns wenig Fisch, beziehungsweise wenn Fisch, dann ist es halt eben nicht mehr dieser fette Seefisch, wie jetzt Hering, Makrele, Sardellen und auch nicht in der ausreichenden Menge. Daher kann hier dann eben so eine Ergänzung sinnvoll sein. Ja, Alpha-Linolensäure, das kriegt ihr in der Regel. Haut euch ein bisschen Leinöl in den Magerquark oder eben Walnüsse ins Porridge oder auch in den Salat, ins ganz normale hier Nudelfannen und sowas, könnt ihr das echt wunderbar mit toppen. Hanfsamen auch sensationell im Porridge, aber eben mit diesen Fischölen, da wird's problematisch, die kriegt man einfach kaum noch. Plus, wir wissen ja auch, diese ganze Belastung mit Schwermetallen eben bei den Fischen, da ist dann eben eine Ergänzung eben ganz sinnvoll. Ja, warum ist Omega-3-Fettsäuren oder warum sind sie überhaupt so wichtig? Also alle drei spielen eine wichtige Rolle für den Körper. Ja, die Alpha-Linolensäure, die kann nicht selber hergestellt werden. Das heißt, die muss definitiv über die Nahrung aufgenommen werden. Und sie sind lebensnotwendig. Ja, ihr braucht sie für die Zellmembran, ihr braucht sie für gesunde Blutgefäße. Sie können nachweislich auch das LDL-Cholesterin senken, also dementsprechend auch den positiven Cholesterinspiegel. Und das ist wichtig für alle Menschen, aber für Athleten, für Leistungssportler, Hobbysportler oder auch für Menschen eben, die an sich unter erhöhten Cholesterinwerten leiden, eben halt extrem wichtig. Weil in dem Moment, wo jetzt, oder ich sag mal, die Hauptkomplikation der erhöhten LDL-Spiegels ist eben diese sogenannte Arteriosklerose, also diese Arterienverkalkung. Und dabei werden die Arterien eng, die verengen, ihr habt Stenosen, die verlieren ihre Elastizität. Und das ist das eben, was bei uns so diese ganzen kardiovaskulären Erkrankungen ausmacht und somit eben bei uns in den westlichen Ländern auch die ja, größte Todesursache ist. Und deswegen ist halt eine Omega-3-Versorgung eben auch so wichtig. Dann hat Omega-3-Fettsäuren oder haben den Vorteil eben, dass sie entzündungshemmend wirken. Ne? Das heißt zum einen bei chronischen Entzündungen. Das können verschiedene Krankheiten sein, wie Arthritis, jetzt von den Gelenken her. Es kann aber auch sein Darmerkrankungen, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn. Kann sein, wenn ihr hier Hashimoto-Thyreoiditis habt, also diese Schilddrüsenunterfunktion, autoimmunbedingt, MS. Also alles diese, Autoimmunkrankheiten, die getriggert werden eben durch verschiedene Trigger, die eben auch chronische Entzündungen führen. Und Omega-3 gehört halt eben zu den Substanzen, die das Ganze eben hemmen. Das heißt, ihr solltet sowieso immer auf so einen Ausgleich achten aus entzündungsfördernden und entzündungshemmenden Lebensmitteln. Aber letztendlich auch Stress ist auch chronisch entzündungsfördernd. Das muss jetzt nicht mal jetzt der Arbeitsstress sein oder der nervliche Stress. Ihr seid Leistungssportler oder ihr trainiert sehr viel. Das ist auch chronischer Stress für den Körper. Ja, Rauchen, das haben wir noch, schlechte Schlafqualität, schlechte Ernährungsgewohnheit. All das löst halt eben diese chronischen Entzündungen aus und denen ist man sehr oft ausgesetzt. Ja, und die Omega-3-Fettsäuren sind eben ein Faktor, wie ihr das Ganze halt mit positiv beeinflussen könnt. Wir schauen uns jetzt nochmal hier die Dosierung an. Also ihr habt Fischöl einmal 2000 Milligramm, die Dosierung sind immer 2 Softgels. Ja, ihr habt EPA, also Eicosapentaensäure 660 Milligramm und eben DHA, Docosahexaensäure, ne, 440 Milligramm. So, das heißt, da habt ihr eigentlich eine wirklich gesunde Dosierung. Und für wen das wichtig ist, die Kapseln, die bestehen jetzt zwar aus Gelatine, aber nicht aus Schweinegelatine. Ne? Das ist ja auch manchen wichtiger. Das heißt, ihr habt den Rindergelatine-Produkt. Ja,
Ja, das sind die Dorian Yates Omega-3-Fischölkapseln. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Wichtigkeit von Omega-3-Fischölen, Fettsäuren näher bringen. Und sie sind auf jeden Fall essentiell, sie sind wichtig und ja, sollte man auf jeden Fall mehr Beachtung schenken. Alles klar, ihr Lieben, ich wünsche euch was. Bis bald!